folgende schöne Erinnerung an die Schulzeit. Das war, glaube ich, in der 8. oder 9. Klasse. Da haben wir Referate gehalten und ging um das Thema Australien. Und wir haben wirklich mit einem Freund zusammen den Erdkundeunterricht und den Biologieunterricht ein halbes Schuljahr begleitet mit Referaten und haben da auch eine sehr gute Resonanz von der australischen Botschaft bekommen. Also das war so auch richtungsweisend, wo man gesehen hat, dass sich für ein Thema interessieren und richtig engagieren Spaß macht. Ne? Und das ist also wirklich klasse. Das war für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis, der Übergang von der Grundschule in das erste Gymnasium. Das war aufgrund bestimmter familiärer Konstellationen und Situationen nicht so erfolgreich. Am Anfang war das halt deprimierend als Kind zu sehen. Da wird man also niedergemacht. Ne? Also Mobben ist kein Phänomen der Neuzeit, das gab es auch schon vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren.